Konnichiwa, Catty, hier ist sie wieder, eure Josie. Ja, und gleich starte ich mit dem Versprecher und das in die Twitch Tips Germany. Das sollte mal einer klippen, damit das da reinkommt. Nein, natürlich nicht. Ja, wir haben heute die Folge 213 und die heißt Alles Banane. Ich habe es gerade eben schon in der Voransage gesagt, die Kalimbas machen die Einleitung. Wir starten mal rüber in den Live-Bereich, damit das Ganze losgeht. Und ich sollte natürlich auch vielleicht den Ton für den Browser anmachen, weil sonst höre ich das hier wunderbar, aber ihr hört nichts. Das muss natürlich nicht sein. So, genau. Okay, gut. Ja, da seht ihr es schon, da. Und, nein, da natürlich. Nochmal, aber das sollte man nicht sehen, das sieht man nicht. Okay, gut. Und wir starten mal rein. So, also, wann TCG? Jetzt TCG. Na jetzt halt. War wann TCG? Jetzt TCG. Let's go. Ja, das war eine schöne Einleitung. Und ihr seht, nicht nur bei mir funktioniert das manchmal mit den Einleitungen. Nicht bei denen hat es auch nicht funktioniert. Zumindest der Sticker nicht so, wie er sollte. Ich muss aber dazu sagen, dass der Sticker war sehr interessant. Ich würde mich interessieren, ob es diesen Sticker offiziell gibt oder ob die den sich selber haben machen lassen, weil dann würde ich das mit dem Sticker nämlich vielleicht auch machen. Also, wenn es offiziell gibt, natürlich nehmen, wenn es nicht gibt, dann selber machen. War sehr interessant. Und was die Sticker angeht, ihr wisst ja, so in ein paar Wochen, Monaten, Jahren oder wie auch immer, können alle die Allgemeinheit meiner Zuschauer hier besondere Sticker, das heißt Emojis benutzen. Ich habe da ein paar neue gemacht, unter anderem nämlich zusammen mit der Sache, dass ich für den Kistenkater ein neues Profilbild gemacht habe, falls er das benutzen möchte. Und im Zuge dessen habe ich dann auch noch ein paar kleinere Bilder dafür gemacht, die zu mir passen. Und die würde ich dann als Emojis einfügen. Muss ich aber, genau. Also Kistenkater schreibt gerade, hat er schon. Also das Bild benutzt, finde ich schön. Dankeschön. So, gut, wir machen aber jetzt weiter und ich kann euch sagen, gleich wird's lustig. Lustig. Du bist Streamer und suchst nach neuen Content für deine Zuschauer und möchtest dich mit anderen Streamern verknüpfen? Auf Stream Games kannst du deine eigene Gameshow veranstalten, wie die Großen und Bekannten. Bist du denn auch schon bereit für den Reichtum an, an Wissen? Was? Wähle aus einer großen Auswahl, welche Quiz- oder Trivia-Show du veranstalten möchtest. Ganz einfach und bequem in Browser Source einfügen. Du kannst neben deinen eigenen Fragen auch Farben und Layout anpassen, wie zum Beispiel die neue Gameshow Quiz Poker. Jeder Spieler setzt Chips und pokert darum, wie viele Fragen er richtig beantworten kann. Der Spieler, der die meisten richtigen Antworten geben konnte, bekommt den gesamten Pot. Oh, wow. Jawohl. Wow. Orgasmus-Koma. Jetzt auf streamgames.tv. Mach auch beim Giveaway auf Twitter mit für ein gratis Streamdeck von Elgato. Also das war jetzt Werbung. So viel dazu. Zweitens, ja, ich will jetzt, weiß Werbung, aber ich mache jetzt beiden Spruch fertig. Also, das war Werbung. Und es war lustige Werbung. Und irgendwann werden wir das auch mal machen. Das kann ich euch versprechen. Ich habe mir das schon mal angeguckt, aber man braucht dann einen Account halt. Und ich muss halt erstmal gucken. Aber das wird lustig und ich muss sagen, sie haben mir aber interessante Clips reingeschnitten. So viel dazu. Ja, zumindest sagt mir meine Anzeige, dass keine Werbung mehr ist. Haha. Ja, es gibt jetzt eine neue Anzeige im Chat. Da sehe ich, wenn Werbung ist. Ja, das ist toll. Ich war nur gerade im Redefluss, deswegen habe ich den Spruch für diese Werbung am Anfang dieses Streams durchgemacht. Wir machen jetzt weiter. Du Hässler! Ich bin tot! Ja. Er ist tot. Ja, okay, gut. Passiert. Ist mir auch schon passiert. Mehr als einmal. Ja. Da muss er sich nicht aufregen. Obwohl, ich reg mich dann auch immer auf. Meistens, weil ich entweder zu dämlich war und selbst schuld oder andere schuld waren, die nicht aufgepasst haben. Und da sehen wir schon wieder so eine Spielsache. Da ist ein Buzzer. Also, da wird gequizt.
gequizt wird da. Ja, genau. Weiter geht's. Und gibt's auch noch ein Multiple-Choice dazu, aber an sich ist die Frage das erotische Interesse für Bäume, nennt sich wie? Dendrophilie, Dendrophilie. Dankeschön, 100 Punkte, Kuss. Was? Wenn du Bäume gerne hast, sexuell anziehen findest, ist es Dendrophilie. Eine Frage hätte ich jetzt. Woher weiß man sowas? Also, auch wenn jetzt wieder jemand sagt, das glaube ich dir nicht, aber es ist wirklich so, es gibt Dinge, die weiß ich nicht. Okay, gut, das sagt nicht nur einer, das sagen mehrere mittlerweile. Ich weiß nicht alles. Ich weiß viel, aber nicht alles. Und das wüsste ich, hätte ich nicht gewusst. Ganz ehrlich, da hätte ich jetzt völlig verloren gehabt. Aber ich muss das mir mal angucken, das ist interessant. Also, dass es sowas gibt, überhaupt. Okay, gut, man weiß, es gibt eigentlich für alles irgendein Wort, aber gut. Ich wollte dich gerade zügeln. Wie war es denn für dich? Nicht so lange jetzt. Eine großartige Erfahrung, es gibt sehr viele Stände und ich hatte sehr viel Spaß mit den Leuten. Die Leute sind einfach so zahlreich vertreten unter so verschiedenen Ländern, dass man automatisch sehr schöne Dialoge hatte. Also auch einfach mit Leuten, die mich nicht kannten, ich kannte die nicht, deswegen ergaben sich sehr viele wertschätzende Unterhaltungen. Das war sehr, sehr cool. Wie war's für dich? Gut. Das war ein Clip von der TwitchCon. Die war jetzt die letzte. Und ja, ich hatte auch eine Einladung gekriegt, also die Möglichkeit, dorthin zu fahren. Hab's aber nicht gemacht, weil... Ja, keine Zeit. Deswegen. Mal gucken, irgendwann wird es vielleicht klappen. Aber zumindest in den nächsten 2 Jahren nicht. Also dieses Jahr und nächstes Jahr, übernächstes Jahr muss man mal gucken. Weil, ja, ich kann halt meinen Urlaub nicht so legen, wie ich das möchte. Sondern mein Urlaub wird gelegt. Weil in der Umschulung müssen wir halt alle, ja, gleichzeitig fertig. Der Vorteil bei unserer Klasse ist, wir sind alle aus einem Ort. Da wäre es einfach, könnte man sagen, okay, wenn alle gleichzeitig sagen, dann macht ihr Urlaub, machen wir dann Urlaub. Aber ja, ist halt nicht so. Muss man halt bei einer Umschulung in Betracht ziehen immer wieder. Ein anderer Menschen, wie wäre das? Wissen Sie statistisch. Also das Wort heißt statistisch. Wissen Sie, statistisch? Das ist, wenn man etwas fälscht, was man... Nein, wenn man etwas glaubt, was man selbst gefälscht hat, listenmäßig. Hatten wir jetzt gerade in der Schule. Also nicht Statistik, sondern Datenbanken. Die kann man ja auch schön fälschen. Und Katatsuri, üben. Üben. Üben hilft immer wieder. Genau. Also... Statistisch. Und statistisch gesehen machen wir jetzt weiter. Beim Einatmen, ja? Klingt schon gut. Und danach ausatmen und. Nimm mal ein Mikrofon da so drauf. Das ist das Problem. Oh ja, so ähnlich. Klingt wie ein Schnarchen der Löwe nachher, aber halt trotzdem Löwe dann. So, und jetzt das Geräusch machen, während ihr die Küchenrolle vor euren Mund haltet. Dann müsste das ungefähr so klingen. Wow. Cool. Das hat mich jetzt überrascht. Sag mir, wie es ist. Ich dachte jetzt im ersten Moment, die wollen Darth Vader nachmachen. Weil dieses... Das ist ja so Darth Vader-Style. Aber dass er damit dann einen Löwen nachmachen kann, ist natürlich sehr interessant. Und interessant ist, dass das diese Woche in den Twitch Clips Germany ist. Aus dem ganz einfachen Grund, wer die letzten Tage... die Medien verfolgt hat, weiß, dass wir in Berlin einen freilaufenden Löwen haben. Ja. Zum Glück ist bis jetzt noch keiner gefressen worden. Zumindest habe ich darüber nichts gelesen. Und wenn doch, naja, passiert eben. Wie, nee, Wildschwein. Ich denke, es war ein Löwe. Also, ja gut, Kistkerl schreibt gerade, nee, es war ein Wildschwein. Nein, es sollte, also ich habe immer was von Löwen gehört. Aber gut, okay. Ja, gut. Klären wir später mal. Okay, weiter geht's. Letztes Jahr hatten wir eine Nachgeburts... Nein. Eine Nachgeburtstagsparty. Ja.
Das ist, wenn man das Wort nicht in einem ausspricht, dann kommt das zu solchen Wortspielchen. Nachgeburtstagsparty. Ich hatte keine Nachgeburtstagsparty dieses Jahr. Glücklicherweise, weil ich an einem Samstag Geburtstag hatte. Ja, ich war erst Minigolf spielen auf einem sehr interessanten Minigolfplatz. Also wer aus der Nähe von Frankfurt kommt, sollte sich mal das Putters Paradise in Oberursel angucken. Sehr interessanter Minigolfplatz, muss ich sagen. Und auch nicht teuer. Also ich fand ihn sehr günstig für das, was er bietet. Danach waren wir halt abends mit zwei Leuten aus meiner Klasse und meinem Mann war ich dann abends noch was trinken und was essen. Und ja, vorher war ich mit meinem Mann alleine essen. Und ja, stimmt, mein Mann schreibt gerade, doch hatten wir, genau, wir hatten noch eine Nachgeburtstagsparty aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe natürlich an einem Montag mit in die Schule Muffins genommen, die mein Mann selbst gebacken hat. Donauwellen-Muffins. Die waren sehr lecker an. Es waren am Ende alle weg. Ja gut, ich habe 4 Stück noch mit nach Hause genommen wieder. Die habe ich dann meinem Mann gegeben, weil mein Mann halt keine essen konnte vorher, weil wir halt nicht wussten, wie viel weggehen. Aber es sind alle weggegangen. Es ist keiner entsorgt worden. Das ist das Schöne. So, weiter geht's. Oh, Überbande-Party. Ja, das ist einfach Evas Mario Kart. Ich wurde auch den Leuten nicht das interessiert. Oh mein Gott, Überbande-Party. Was sollen diese ganzen... Hey, das ist Kunst, ja. Über Bande jemanden abzuschießen, ist gut. Meistens schieße ich mich selber dann ab, wenn ich in die Bande schieße. Weil, ist so. Aber wie gesagt, könnte ich auch mal wieder spielen. Gruselig. Kannst du das nicht steuern? Ich kann das steuern. Nein, ich kann das nicht steuern, Mann. Weißt du, ich kann so machen, ne? Und dann kann ich Shield halt. Und dann kann ich das einer wegdriften, dann kann ich wieder zurück. Oder kann ich das andere auch wegdriften, Alter. Und dann kann ich wieder zurück. Das ist ungewöhnlich. Also ich kann das nicht. Ich kann entweder schielen oder geradeaus gucken. Ich will es gar nicht probieren, dann gucke ich nachher in alle Richtungen, nur nicht da, wo ich hin will. Ja, also das ist wirklich eine kunstvolle Sache, mit seinen Augen umzugehen. Und ja, Kopfhörer. Cooler Kopfhörer. Sehr gut. Braucht man aber eine gute Grafikkarte, wollte ich gerade sagen. Eine gute Soundkarte, um den richtig ausnutzen zu können. Oder ein externes Mischpult. Ja. Der Navi weiß noch gar nicht genau, wo du bist, weil du gerade wieder losfährst vom Einkaufen. Tja, musst du rechts, musst du links, musst du rechts, musst du links. Alter, was macht der denn da? Alter, was? Was ist denn los? Ist das Lost Kitten da im Auto? Boah, das war jetzt aber fies. Ich glaube nicht, dass Lost Kitten so orientierungslos ist, wie du das da darstellst. Aber es war wirklich weird, was dieser Autofahrer auf der Straße gemacht hat. Wusste der wirklich nicht, wo er hin muss? War das ein Ortsfremder? Oder war er nur einfach wirklich völlig verwirrt? Interessant. Weiter geht's. Oh, ein Horror-Game. Ich liebe Horror-Games. Jetzt wird gleich wieder entdeckt, sag ich doch. Boah, das war aber jetzt Glück, dass da noch jemand im Weg stand, der jetzt natürlich von dem Monster als erstes Blatt gewartet. Aber wieso bleibt man stehen und macht erstmal mit der Filmkamera rum? Wenn ein Monster kommt, nimmt es Schum und rennt und wartet nicht noch eine halbe Sekunde, bis das Monster einen angreift. Sowas macht man doch wirklich nicht, also. Aber sie hat sich gut nicht erschreckt. Also sie hat so einen kleinen Schockmoment gehabt, aber nur ganz, ganz kurz. Und nicht so schlimm, wie das andere machen. Also das war sehr authentisch. Mal so nach 3 Wochen mein Fazit. Ich finde, Seven Gay ist... Das war jetzt ein ganz blöder Versprecher. Er wollte natürlich sagen, 7 Days of Dead. Aber hat ein anderes Wort benutzt. Ich benutze das Wort jetzt hier nicht. Ganz blöder Versprecher. Ganz blöder Versprecher. Du hast 7 Days of Dead? Okay. Wusste ich gar nicht. Ich sehe aber gerade mein Normalsitz jetzt wieder da, glaube ich. Wait. Wenn ich jetzt das Stromkabel ziehe. Aber ich habe ja eigentlich noch Internet. Sollte ich es wirklich anrühren? Sehr stabiler als Handy.
Ach, scheiß drauf. Jon! Also, merkt euch mal, Leute. Selbst wenn ihr am Internet noch dran seid, wenn ihr das Stromkabel zieht an einem Gerät, das Stromkabel benötigt, dann löst euch auch kein Kabel ins Internet, weil dann ist der Strom weg. Ja, und das macht man nicht, weil dann kann man nämlich nicht mehr weiterarbeiten. Gut, ich sag mal so, bei einem Laptop zum Beispiel, den man am Strom dran hat, mache ich meistens in der Umschulung immer, wir haben da einen Laptop, den wir benutzen. Haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ich die Prüfung bestehe, ist es meiner, obwohl er dann wahrscheinlich so veraltet ist, dass man ihn für nicht mehr nutzen kann. Aber wenn ich da kurz vor Feierabend bin, dann ziehe ich den Stecker an der Seite und der Laptop läuft weiter. Ist ja klar, er hat einen Akku drin. Bei dem Handy sollte das normalerweise auch funktionieren, aber wenn der Akku natürlich ziemlich niedrig noch ist oder nicht so viel Saft mehr hat, dann schaltet er einfach ab, weil er die großen Leistungsträger einfach ausmacht. Ja, man sollte halt wissen, was man tut. Und wie gesagt, ich kann mich da Christenkalle nur anschließen. Oh mein Gott. Was, der okay, Letzte? Los. Okay, let's go. Da ist alles stabil. Oh mein Gott. Und du letzter Spiel. Ey, nein, du hast mich geschubst! No way! Das schlimmste Spiel aller Zeiten. Grillungs hat mich geschubst! So ganz gehen. Ja, Augen auf, wenn man auf Leitern raufsteigt, die nur für eine Person gedacht sind. Da kommt man natürlich, ich meine, jetzt muss er von ganz unten wieder nach oben klettern. Das ist bei dem Spiel der Sinn, also immer weiter nach oben klettern. Das ist wie mit dieser Hacke. Nur, dass das halt ohne Hacke ist, sondern man springt über Plattformen. Genau. Man kann da sehr tief runterfallen. Wenn der Jen hier einen Namen hätte, ich würde ihn Jen Jan nennen. Okay. Ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, ich habe diesen Witz nicht so ganz verstanden. Ich weiß natürlich, wer Chen Yan ist und ich weiß natürlich, dass sie eine tolle Streamerin ist. Und ja, und ich kenne natürlich auch das Spiel, aber ich habe den Witz trotzdem nicht ganz verstanden. Nimm's mir nicht übel. Und vorbei, dieses Mal ein bisschen länger. Und zwar, es funktioniert so, ich zeige euch ja gleich einen fiktiven Chatverlauf von zwei Filmen oder Seriencharakteren. Jay, was machst du hier? Ich frage mich auch gerade, was ich da mache. Aber Jay kann schon lesen. Das ist alles richtig. Ich schicke schon Sachen rein. Also ich meine. Also, hallo? 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 Also die Nachricht, die oben in dem Chat drin stand, eine sehr interessante Frage, aber nein. Nein. Und er sollte vielleicht den Finger von der Tastatur nehmen, damit er nicht alles weiterschreibt. Ist aber sehr interessant, dass es ein Programm gibt, das den Chat der Person, obwohl ich denke mal, das liegt an diesem Spielaufbau, dass das die Kamera mit dem Chat in Verbund. Aber eigentlich ist das dämlich, das so zu machen, meine ich. Naja, egal. Aber Pete's mit eben. Da kann man mit solchen Sachen rechnen. I guess. 29 Grad. Was ist mit meiner Stimme los? Nein, Wir reden jetzt von meinem Zwerchfell aus. Okay, Leute. Hey, Kistenkarte, hast du gemerkt? Die Dame hatte gleiche Probleme wie du manchmal. Ja, ihr müsst. Manchmal hat Kistenkarte auch mit seiner Stimme Probleme. Aber nur manchmal. Aber ja, passiert eben. Da kann man nichts dran machen. Das ist die Natur. Ich habe ja auch manchmal eine sehr tiefe Stimme. Aber ich habe eine sehr hohe. Ich weiß jetzt, mit der Kiste kann er wieder anfangen zu lachen. Da gibt es eine Anekdote, die ich euch irgendwann mal erzähle. Ja, macht halt Sinn. Es schmeckt halt wirklich nach Banane. Also wenn man Banane mag, dann mag man Banane. Also. Ich wusste in dem Augenblick, wo sie es wiederholte, dass es genau das war. Genau dieser Spruch ist der Spruch der Worte. Woche. Wenn man Banane mag, dann mag man Banane. Klar! Was sollte man auch sonst mögen, wenn man Banane mag? Aprikosen? Könnte man zwar auch mögen, würde dann aber wieder nicht passen. Aber Panda Amanda hat den Spruch der Woche gebracht.
Kistenkater, kannst dich freuen, du hast ihn wieder mitgekriegt. Also, diese Woche lautet das Motto, wenn ihr Bananen mögt, mögt ihr Bananen. Viel Spaß damit. Bananensplit, genau. Weißt du, wo ich viel reingebuttert habe? In meine Mutter. Wow. Nein, warte. Also, ganz ehrlich. Man hat es ja auch an seiner Reaktion gemerkt. Mädel, der Witz ging ganz tief flach nach unten. Ganz tief. Ganz schlecht. Nee. Sowas bringt man nicht. Vor allen Dingen, man sollte sich nie über die eigene Mutter lustig machen. Gut, okay, es gibt Ausnahmen. Aber das war kein guter Spruch. Definitiv nicht. Oh shit. Oh mein Gott! Hey, cool! Respekt, das muss man erstmal schaffen. Alleine gegen die gesamte Gruppe des Gegners anzutreten und sie alle auszuschalten. Respekt. Wow. Alter! Banane! Hat einen Knall und verschenkt 40. Probier das jetzt mal mit der Banane, die zu essen. Nee. Also wenn man Banane mag, dann mag man Banane. Ja, eben. Und ich kann euch jetzt garantieren, das kriegen wir jetzt öfters zu sehen. Weil sonst würde der Titel keinen Sinn ergeben. Aber eine sehr interessante Banane mit sehr, sehr vielen Unterschriften. Und sie hat einen sehr großen Mut, muss man sagen, denn sie hat eine ganze Menge davon reingekriegt. Let's go, baby. Junge, der Motorräder sind gefährlich. Oh! Oh, fuck, Alter. Okay. Was hat das jetzt für ein... Wow. Ich weiß jetzt, also ich kenne Cyberpunk. Cyberpunk ist ja eigentlich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich muss unbedingt noch an meinem Dings arbeiten. Ich habe mich jetzt nicht erschreckt, weil das Krach gemacht hat. Ich habe mich jetzt erschreckt, weil hingeht, weil ich plötzlich in meinem Bild ein Murmeltier sah. Okay, gut, weiter. Also, ich kenne natürlich Cyberpunk. Cyberpunk, das ist ein Paper-Rollenspiel. Aus diesem Paper-Rollenspiel ist übrigens abgeleitet Shadowrun. Und hier ein Poster an der Wand. Und ich weiß, dass man in Cyberpunk viele Dinge dadurch löst, indem man sich die entsprechende Software ins Hirn lädt. Geht das in dem Spiel auch und kann man sich da das Motorradfahren in den Kopf laden, dass man das kann? Weil dann wäre das natürlich praktischer, wenn du dir das in den Kopf legst. Aber es sah mir jetzt eher nicht so aus, als könntest du das, sondern hättest es einfach freihand gemacht. Aber gut. Sah gut aus, du hast alles hingekriegt. Immerhin. Eine dieser Aufnahmen jedenfalls ordnete Fallon als typisch und extrem psychopathisch ein. Und zuerst vermutete er, die Aufnahme sei durch einen Fehler in der Alzheimer-Studie gelandet. Und Plot-Twist, es war seine eigene Aufnahme. Und dabei stellte sich heraus, diese Psychopathen-Hirnaufnahmen waren von seinem eigenen Gehirn. Ich wusste es! Ja, das war wirklich, ist wirklich interessant. Vor allem der Herr, der diesen Twist aufgelöst hat, also der gesagt hat, das war seine eigene und dann so gelacht hat. Parable Ritter. Interessanter Mann, könnt ihr mal folgen, macht interessante Dokus auf YouTube. Aber bitte nicht vergessen, also. Nur wenn es bei mir nichts gibt, könnt ihr da mal rüber gucken. Nein. Aber das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Er hat sich also selbst als psychopathisch eingestuft, also dieser Fallon. Ja, so kann es gehen. Wissenschaft. Wir wissen nicht, wie sie es geschafft haben. Die Zäune lassen sich umhupen? Auch mit dem? Das funktioniert. Neues Spiel entdeckt für mich. Zäune umhupen. Hey, interessante Spielidee. Ja, genau. So kann's gehen. Gut, weiter geht's. Werte Zuschauer,
das, was Sie jetzt sehen, bitte nicht nachmachen. Wir sind ausgebildete Profis am Werk, die beherrschen das Handwerk. Ja, ich weiß doch jetzt nicht, was man dran Profi am Werk ist, wenn man irgendwas in einen großen Topf fällt. Also das kann ich, kriege ich auch noch hin. Aber gut, ist halt so. Kann man halt nicht dran ändern. Weiter geht's. Ach. What the fuck? Ja. Das war ein großer Raid. Nee, oder? Wirklich? Am I dreaming right now? Sorry, I... Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde ähnlich reagieren, wenn jetzt plötzlich auf meinem Bildschirm auftaucht, der und der redet mit so und so viel tausend Personen meinen Channel. Da würde ich auch ganz blöd aus der Wäsche gucken. Und 5000 Leute zusätzlich auf den Stream zu kriegen, wow. Wow. Wenn davon nur, sage ich mal, ein Fünftel, ja, dann neuer Follower wird, dann hast du einen guten Schnitt gemacht. Und wenn dann davon noch vielleicht 10%, also, oder, 10 sind vielleicht ein bisschen viel, 10% geht eigentlich. 10% dann abonnieren, dann hast du deine Monatseinnahmen drin. Auf jeden Fall. Ja, genau. Gut, weiter geht's. Er ist so süß. Christi, kannst du boxen? Alle brandet, alle drei. Alter Hacker! Junge! Ja, eine Legende! Ja, das nennt man Können im Spiel, weil, ganz ehrlich, das war kein Glück. Das war Können. Der spielt das Spiel schon länger und weiß, wie es funktioniert. So, weiter geht's. Der hat ja geschrien wie ein kleines Mädchen. Warum machst du den Scheiß? Was ist los mit dir? Ich habe meine Kopfhörer kaputt gemacht. Aha, siehst du? Gott. Ja. Du hast geschrien wie ein kleines Mädchen und deine Kopfhörer hast du selber kaputt geschmissen. Okay, gut. Es war natürlich nicht so lustig, was zugeschmissen zu bekommen und sich zu erschrecken, aber hallo, man kann es auch übertreiben mit dem Erschrecken. Genau. An der Bange vorbei. Und das war eine kitzelige Stelle und ich da. Dabei ist gespielt. Alle. Schaut es euch an. Schaut es euch an. So, und weil sie ein Betrügeli ist. Weil sie eine Betrügeli ist. So. Ja, du bist glücklich. Ja, du bist glücklich mit den beiden. Muss man das jetzt verstanden haben? Nein, okay, weiter geht's. Bilby, Alter. Schön, dass du das gesagt hast, dass der... Boah, Junge, hab ich mich erschrocken. Ja, Angriff des Mikrofons. Seht ihr, deswegen sitze ich ein bisschen weiter vom Mikrofon weg. Wenn mich das angreift, versucht, dann kriegt es mich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ja, interessant. Ja, gut. Obwohl er eigentlich machbar aussieht, bin ich ehrlich. Oder auch nicht. Wieso sage ich überhaupt Sachen? Sobald ich irgendwas sage... Ja, wenn du doch weißt, dass wenn du es sagst, es nicht funktioniert, warum sagst du es dann? Dann lass es doch einfach. Mach ihn fertig und am Ende sagst du, es sah machbar aus, ich hab's ja auch hingekriegt. Das war jetzt... Fail. Loja war bis 5. Achtung, der Timer ist unter 4 Tagen, haut ihn hoch, sonst weint Aro, schaut ihn ihre Set-Augen. Die oberen Augen. Ich kenne euch. Das war ein mieser Einspieler. Ja. Es gibt ja übrigens ein sehr interessantes T-Shirt. Meine Augen sind 30 cm höher, du. Das Wort, was da drunter steht, lasse ich jetzt mal. Gab es mal bei EMP? Erschrecken kann er mich tatsächlich sehr, sehr gut.
Und ich bin ja doch krass schrecklich. Oh Gott. Lumos. Ach du Scheiße. Das war eine große Spinne. Und in der Ecke, das war ein Hund. Und der Hund erschreckte gar nicht. Der guckte nur etwas mit der Bert, warum man sagt, er würde erschrecken. Er hat auch gar nichts gemacht, warum sie sich erschreckt hat. Ja, so kann es gehen. So, das hat es ihm jetzt voll gegeben. Kann er mal gucken, was er jetzt ohne mich macht. Ohne mich ist der nichts. Niemand kennt den. Weil der Twitch Trips Germany geguckt hat. Das bedeutet, ich bin für Gronkh, die von Twitch. Der guckt Twitch Clips Germany? Oh shit. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, so kann's gehen. Und ich habe jetzt wieder doppelt geklickt, aber egal. Man sollte schon gucken, was man macht, wenn man was macht. Ja, genau. Weiter geht's. Akzente sind auch eine gute Option für RP. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Weiten Osten. Ich bin eine Candy. Wollen wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen? Das ist gar kein Problem. Wollen wir vielleicht Bräuler essen gehen? Oder können wir noch ein paar Mondkübchen beobachten gehen? Einfach Bübchen, guck mal da. Ich sehe so eine Mondkübchen dahinter. Wie schön. Wow, sie hat das gut hingekriegt. Jen, kommst du von da? Ich meine nur, man fragt ja nur mal so ein bisschen, damit man weiß, was man sagen kann. Oder so. Bei mir hat das nicht so funktioniert, Special Lasse Matters. Und dann am Ende war halt in dieser Ecke, wo ich geschlafen habe, einfach so alles voll mit Puchpilz. weil ich nachts immer, wenn ich im Bett lag, immer so. Und dann war die Puppe so in diese Lücke zwischen. In diese 10 cm Lücke zwischen Bett und Wand geschnipst habe. Und es nie, das ein Jahr lang halt nicht sauber gemacht habe. Und dann einfach ultra viel Puppe, die da einfach lagen. Sie müssen ja nicht zuhören, wenn sie nicht will. Ja, soll ich? Gibt es hier vielleicht so einen Ruheabteil? Nee, aber es ist jetzt nicht so unterhaltsam hier. Ah, okay. Ich kann Ihnen Kopfhörer geben, dann können Sie nicht so. Alles klar. Ja, ich weiß, es war Werbung, ich hab's nicht mehr mitgekriegt. Sorry, ich muss mich schon an dieses neue Fenster gewöhnen. Ich sollte vielleicht auch gucken, dass ich den Chat auf die andere Seite ziehe, dass ich es wieder rumdrehe. Und entsprechend den Ton auf diese Seite und darüber, ja, muss ich mal gucken. Weil ich gucke meistens eher so in die Richtung und sehe da natürlich aus den Augenwinkeln eher das, was da ist, als das, was da ist. Ja, also auf der Seite ist nochmal mein Chat. Den ich habe hier eingeblendet und da ist mein Audio. Aber das kann ich ja eigentlich gerade mal schnell machen. So, Werbung sollte jetzt vorbei sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ich sage jetzt mal dazu, bei diesem Clip war es vielleicht auch ganz gut, dass einige ihn nicht mitbekommen haben, denn er war nicht sehr appetitlich. Falls ihr ihn doch noch mitbekommen wollt, schaut ihn im Nachgang auf YouTube. Einfach, ja, genau, weiter geht's. Und dann habe ich Angst, dass irgendwas anderes noch kommt. Ich habe Angst. I'm so scared. Okay. Guys. Wieso? Oh, no. Das ist Elden Ring. Nicht dein Ernst. Nein! Wie kann man einfach bei Elden Ring sterben, wenn man über eine Mauer springt? Also das ist jetzt eine Kunst. Also dafür hast du es wirklich verdient, in diesen Stream reinzukommen. In diese Compilation. Also das ist wirklich eine Kunst. Yo! Bro, was ist das denn, hä? Digga, das ist echt mal Zufall. Was war das denn für ein Zufall? Ja, das war ein sehr netter Zufall. Und das war eine Fliegerstaffel, die mit Granaten hinten dran geflogen sind und halt die französische Flagge in den Himmel gemalt haben. Ist doch klar, kennt man doch. Keine Aktien drin, sagt man? So sagt der Alman, ne? Geil. No way! Oh nein! Oh nein! Jetzt muss ich diese extra Runde gehen! Nicht noch eine extra Runde! Nein! Warum? Ich bin für immer stuck hier! Nein. Ja, du wirst für immer dort sterben! Das ist wirklich übel. Also, ja,
Man kann aber auch über die Dinger drüber springen. So, nur so zur Information. Man muss nicht unten runter durchrennen. Ist zwar einfacher, aber oben drüber springen, da kommt man vielleicht weg. Nur so zur Information. Vielleicht fürs nächste Mal, wenn du das noch nicht wusstest. Oh Gott, nicht schon. Scheiße, die kommen nicht raus. Scheiße, die kommen nicht raus. Scheiße, die kommen nicht raus. Das war so schlecht. Das ist so schlecht. Oh nein. Das ist das schlechteste Cola-Mindest. Fail. Dieser Versuch ging absolut schief. Aus einem ganz einfachen Grund. Normalerweise macht man die Mentos in die Cola und dann spritzt die in einem Riesensprung raus. Aber so wie die das gemacht hat, ging das natürlich total schief. Ja. Manche können's nicht. Die gehörte diesmal zur letzteren Kategorie. Situation, das bekommen hätte, hätte ich gesagt, Digga. Piep-Tu waren übrigens die Schuhe, die ich zu Premiere anhatte, wonach ich mir die Füße so gefickt hatte mit den 5 Blasen. Ja. Und ich dachte mal. Alles daran. Ich dachte immer, Piep-Tu. Ich hab nur Ficken und Blasen gehört. Mehr kam da jetzt auch nicht zustande. Ich dachte, Piep-Tu ist, wenn du Kuhstall offen gelassen hast und vorne das Köpfchen rausguckt. Dieser Clip war, ja, okay, ja, also solltet ihr daran gedacht haben, bei Reacten dieser Folge monetarisiert zu werden, vergesst es einfach. Also ich hab's gerade abgehakt. Okay, passiert. Ich brauche hier so eine Schattenbox für meinen Kopf einfach, sodass es hier immer, ja okay, oder man nennt es einfach Kappe. Ja, genau. Ja, wenn du eine Mütze aufsetzt, hast du denselben Effekt und das sieht dann vielleicht sogar noch gut aus, wenn du eine ordentliche Kappe benutzt. Ja, so geht das. Och, come on! Diese ganzen felswerfenden Felswerfer! Die werfen Felsen! Ja, was sollen sie auch sonst machen als felswerfende Felswerfer? Flaschen werfen? Also manche Leute haben komische Ideen. Oh, Junge! Ja? Feuertonne, OP. Haben wir nicht so viel. Hey, das war cool gemacht. Echt cool. Aber, ja. Ja, so kann man es auch machen. Wenn der Jäger blind auf der Nase und taub auf den Ohren ist. Das funktioniert auf jeden Fall. Morgen 36 Grad bei uns, hab keinen Bock drauf. Bei uns ist auch so teuer. Aber, Ja, jetzt hab ich aus Versehen den Clip übersprungen. Ja, bei uns ist mittlerweile keine 36 Grad mehr. Also heute soll es, glaube ich, maximal 27 werden. Aber ja, gut. Es ist halt jetzt nicht mehr ganz so heiß. Aber das ist auch ganz gut so, finde ich. Oh, upsa, Entschuldigung, muss ich raussteigen. Weiter geht's. Proof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, hey, coole Akustik. Genau. Und danke Kistenkater für die Gesundheit. Also gut, jetzt muss ich es drin lassen. Das muss ich jetzt auch rausschneiden. Nein, das lasse ich natürlich hier. Coole Akustik, aber nochmal. Und ja, ein paar mehr Zuschauer wären interessant gewesen, denke ich mal. Aber jeder fängt mal klein an, auch im Live-Singen auf der Bühne. Tomatenmark! Was ist mit Tomatenmark? Und mich! Oh mein Gott, ich hab die Hälfte der ganzen Zutaten vergessen! Das kommt mir bekannt vor. Wie? Sie nuschelt doch gar nicht. Oder meinst du jetzt mich? Ich nuschel nicht. Ich bin keine Nuschel. Achso, die gesungen hat. Ja, gut, okay. Okay. Gut. Aber das mit dem Vergessen der Zutaten kenne ich. Ist mir auch schon passiert. Man steht dann in der Küche, will ein tolles Gericht machen und stellt fest, oh Scheibenkleister, das fehlt. Ja, wenn meinem Mann das passiert, wenn der kocht und stellt fest, es fehlt was, entweder ersetzt er es klug oder er zieht sich an und geht los und kauft das, was ihm fehlt. Oder er wirft den ganzen Plan um und macht was ganz anderes. Genau.
Also, der Clip hat mir wirklich gefallen. Gut gemacht und die Brille ist geil. Ja, muss ich sagen, die Brille ist geil. Ein langer... Ja, oh, ist das schon close. Bin da. Nein, nein, du hast mich ausgesperrt. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Scheiße, Mann. Er kommt wieder zu mir. Ich bin wieder tot. Nein. Wie war das mit den Freunden und Feinden? Ja, ja. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Die Tür direkt vor der Nase zugemacht, dann aufgemacht und wieder zugemacht. Ja, so ist es einfach. 400 oder so. Bist du auf Teile? Ich bin auf Twitch. Ach so. YOLO! Okay. Verstehe an dich jetzt nicht diesen Stream. Außer, dass er getroppt hat, dass er auf Twitch ist. Meine Kutsche! Ich glaube, da sitzt einer drin und spielt Flöte. Ich würde eher sagen, irgendeiner der Lüfter hängt und sein Lager ist nicht mehr ganz in Ordnung. Aber eins muss ich sagen, so ein Oberteil, wie sie in der Mitte hatte, hätte ich auch gern. Ich finde, die sehen toll aus. Ja, ich würde sagen, wie in so einem Actionfilm so. Wie ich mit dem Pilz da rausgedüst kam. Nein, Mario Kart. Nein, ach, Deluxe. Nein! Oh. Ich hab dich so gesaved, Reiter! Cool. Cool. Seit wann kann man in Mario Kart 8 Deluxe mit Link fahren? Hab ich was verpasst? Ich muss mir das Spiel doch nochmal genauer angucken, habe ich das Gefühl. Ich fahre immer mit Toad. Weil ich liebe Toad. Also Toad, diesen Pilz. Ja, egal. Ich habe echt so eine lange Hose an, weil ich keinen Bock habe, dass mir irgendwas... Die kommen hoch. Ja! Die kommen hoch und dann setzen sie sich da fest. Das war fies. Das war ganz fies. Ganz, ganz fies. Aber wirklich ein Dings, wenn ihr euch in Gras setzt, zieht lieber lange Sachen an. Die Zecken sind wieder unterwegs. Mein Mann kann davon ein Lied singen, der hatte die letzten zwei Stück, er hat sie aber rechtzeitig gefunden und weggemacht. Genau. Ja, auf jeden Fall. Labyrinthe gemacht? Ja, die Labyrinthe habe ich vorgestern gemacht, glaube ich. Ja, genau. Okay. Oh mein Gott. Ja. So kann man die Gegner auch loswerden. Sie fliegen einfach mal volle Karacho gegen das Luftfahrzeug. Das ist das neue Zelda, das habe ich noch nicht gespielt. Ich bin immer noch beim alten Zelda. Auch wenn mein Sohn gesagt hat, ich soll das neue mal ausprobieren. Okay. Oh, warte mal kurz. Kofferraum offen! Oh mein Gott! Oh, das ist da hinten! Warum? Warum? Meine Knie! Das geht automatisch, ja, sorry. Knie, sorry, das geht automatisch. Gott, das war gerade wie so eine Todespresse, ey. Ja, Teslas haben komische Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn der Fahrer aussteigt, dass der Sitz nach hinten fährt, damit man leichter aussteigen kann. Ist natürlich schlecht, wenn du hinten dran sitzt, weil dann wirst du platt gedrückt. Und zwar ungefähr 20 Jahre. 22, um genau zu sein. Guck mal, zwischen dich und mich passt eine ganze Franzi. Was? Oh Gott! Nein! Nein! Nein, das war keiner von den komischen Twitch-Clips Germany-Versprechern! Ich möchte das nicht! Nein! Doch, doch, du bist voll drin gelandet und du bist selbst dran schuld, weil dieser Witz, dieser Spruch war sehr, sehr, komisch. Weiter so. Der Bluteffekt ist aber okay sonst. Oh. Nein, ich steck schon wieder fest. Die einzigste Schlucht und Nami fällt rein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Geschafft. Rexy, Juti, Schwein passt. Oh nein, ich bin direkt wieder reingefallen. Wie komisch kann man sein? Man fällt rein, kommt wieder raus, man fällt wieder rein. Nimm doch einen anderen Weg, Mädel. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil es einfach so krass Stand bildet manchmal.
Was habt ihr in der Mitte gerade? So ein Clive. Clive. Junior Clive. Okay, ich wollte gerade sagen, so ein dann Dude, aber dann habe ich gesehen, Dude, dass es Clive ist. Warte, gerade. Und du musst es immer erhöhen. Alle paar Minuten. Bis er so blinkt. Wow, wow, wow. Was macht Jen denn da? Oh mein Gott, ihr seht das ja? Emotional, damn it! Ja, das haben wir alle gesehen. Ich habe mich auch gewundert, so alle Wache sitzen da um das Bild rum und gucken sich der andere, der eine oben stand auf dem Kopf. Aber Jen machte da hinten Tanzübungen. Ich fand das durchaus sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch die meiste Zeit auf Jen geguckt. Ja. Wenn du in einem Stream bist mit anderen und es vergisst, dass du es bist. Ja, passiert. Gib mir sofort dein Prime Sub! Okay! Schaff dir die Kamera? Gib mir sofort dein Tier 1! Pronto! Bist du, wenn ich jetzt sterbe? Okay. Okay. Mina, ist. Hab ich noch ein Prime? Okay. Wir sollten überleben. Wir sollten überleben. Hab ich noch ein Prime? Ich dachte immer, man bekommt nur ein Prime-Abo pro Monat und nicht mehrere. Ja. Aber wenn man auf diese Art und Weise Abos bekommt, nee. Auf so eine niedrige Schiene begebe ich mich nicht. Wenn ihr abonnieren wollt, tut es. Wenn ihr es nicht wollt, lasst es. Ganz einfach. Es gibt natürlich Vorteile, wenn ihr abonniert, weil dann kriegt ihr hier keine Werbung mehr. Ach so, natürlich auch noch ein paar Emojis extra. Okay? Also, die ihr benutzen könnt, so im Chat. Fast so wenig benutzen, dass ihr sie vergisst und dann irgendwann voll ins Bett scheißen. Bitte nicht in mein Bett scheißen. Auch nicht in mein Bett scheißen, das hat schon mal jemand gemacht. Also wenn das jemand bei mir machen würde, den würde ich rausschmeißen und die wieder reinlassen. Kommentare dazu möchte ich jetzt keine haben. Danke. Der Horny zieht blank. Alte Drecksau! Das ist auf Twitch verboten, Mann! Junge, kannst du dich nicht benehmen, Alter? Sag mal. Maschallah, die Möpse, ich hab's jetzt gesagt. Ja. So kann es gehen. Aber merkt ihr was? Jetzt sind wir jetzt fast am Ende und ich hatte es falsch eingesetzt. Ich dachte jetzt, das kommt die ganze Zeit mit der Banane, dieser Spruch, der kam aber irgendwie bis jetzt nur ein einziges Mal. Ich finde das natürlich auch toll, weil das, da nutzt er sich nicht ab, aber ja, so kann man sich irren. Ich bin Arch for Lauren Gegengen. Anhana. Scheiße. Wieder ab auf die Liste. Wo ist mein Joghurt? Der ist in der Tüte. Wo verdammt ist mein Joghurt? In der Tüte. Hast du doch gerade gesagt. Ja, so kann's gehen. Man sollte ihn vielleicht, wenn man sowas in der Tüte transportiert, aus der Tüte raus und irgendwo hinstellen, wo es sicher ist. Oder die Tüte hinstellen, wo es sicher ist. So. Nur so als Hinweis. Oh Gott. Dann hast du jetzt mal ernsthaft. Wenn ich über Nacht eine Femme einen Penis herbeizaubern, würdest du trotzdem noch mit mir schlafen? Nee. Also wirklich nicht, oh, das macht so traurig. Wenn du nun plötzlich eine Vagina hättest, boah, ich würde sie dir so weglecken. Jetzt wird der Stream aber langsam komisch. Ganz komisch. Richtig komisch. Nein. Das ist ja schon wieder jugendfrei. Hey, das hätte eigentlich als jugendgefährdend gekennzeichnet werden müssen. Sterben, ne? Komm her. Oh. Katze! Oh, Akira! Oh, die arme Katze. Oh, die arme Katze. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Oh, das war... Siehst du, Kistenkater? Auch anderen Katzen passiert sowas. Und das war ein kürzerer Abstand. Also... Ja, und... Nein, sie hieß sie Kira. Ich hatte verstanden, Akira. Aber gut, auch Kira ist ein schöner Name. Beides, also... Die meisten Streamer haben wirklich tolle Namen für ihre Haustiere.
Habe ich schon festgestellt. Aber der beste Name für ein Haustier in Form einer Katze ist immer noch... Na? Ganz klar, Minu. Was will uns der Papagei damit sagen? Dass ihr Stream wohl nicht besonders gut war. Oder zu wenig Aufmerksamkeit. Das kann natürlich auch sein. Hast recht. Hat auch. Nee, das geht schief. Bah, bitte. Nein. Nicht wirklich, oder? Boah, wie dumm kann man sein? Scheiße. Oh Gott. Nein, wie dumm kann man sein? Vor allen Dingen mit einem Holzkochlöffel in einem Mixer. Was sie gemacht hat, sie wollte irgendwas im Mixer mixen, hat einen Holzkochlöffel genommen, um das runterzudrücken und den Deckel nicht drauf gemacht. Das hat sie gemacht. Wenn etwas, was man mixen will, nicht gemixt werden kann, dann ist es zu hart. Dann sollte man sich da überlegen, ob das da richtig reinpasst. So, ansonsten macht ein Mixer alles klein, wenn es nicht zu hart ist. Aber den Deckel vergessen, das ist Dummheit. Einfach nur Dummheit. Hab Werbung? Dann mach ich nicht Pause. Ja, ich guck jetzt auch gerade. Holla, die Waldfee, der Blitz, der war sogar direkt hier in der Nähe. Ja, wir hatten gestern hier ein kleines Gewitter. Wisst ihr, woran ich das gemerkt habe? Zum einen natürlich habe ich den Donner gehört, klar, aber zum anderen mal rast wie eine Katze im Affenzahn durch die Wohnung, vom Balkon ins Schlafzimmer und das Bett. Oh, kennt ihr noch Popeye? Oh mein Gott, das mochte ich auch immer, wenn er seinen Scheißspinat gegessen hat. Das fand ich auch geil. Popeye fand ich auch richtig geil. Oh mein Gott, Popeye. Warum lachst du mich aus? Der heißt nicht Popeye, der heißt Popeye. Ja, ich stell mir das jetzt so vor, Kiska. Ey, du weißt, ich sitze im Wohnzimmer. Ich kann natürlich nicht ins Schlafzimmer gucken, aber ich könnte mir das vorstellen, weil das macht sie eigentlich, da hat sie früher ja immer gemacht. Rein, Donner, rein, ab und das Bett. Oder war sie gestern nicht unter dem Bett? Hat sie sich gestern bei dir versteckt? Wäre natürlich auch eine schöne Sache gewesen. Nee, okay, gut. Ja, dann war das eben nicht so. Okay, dann habe ich das nicht gesagt. Vergesst einfach. Niemals hin, oder? Guck einfach, ich weiß nicht. Bist du am Peppen? John Cena! Du bist so! Ja, das war aber ein guter, cooler Einspieler. Passte. Und wie Kistenkaller gerade schrieb, nein, sie ist aufs Bett gesprungen, hat sich geputzt. Komisch. Naja, egal. Katzen eben. Machen komische Dinge. Oh, ich schwöre bei Gott. Boah, die hat jetzt für allen Ernstes die Katze erschossen. Deswegen mag keiner Gronkh. Und deswegen mag niemand Gronkh, okay? Ich fass es nicht! Siehste, deswegen wird Gronkh nicht groß. Deswegen bleibt er immer 1,60 groß. Mit seinen paar Zuschauern und seinen 3 Abonnenten auf YouTube. Okay. Ja, dazu sage ich nichts. Mit John. Och Mann, Twitch, ist das dein Ernst? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Anzeigebild? Ich sitze hier 99% wie eine Göttin. Ja, wie das schönste Wesen der Welt. Und Twitch denkt sich, ich nehme als Anzeigebild einfach diese eine Millisekunde, wo sie irgendwas sagt und dann so komisch in die Kamera schaut. Na toll. Passt doch. Und. Milchbaum, das mit der Göttin, da könnten wir mal drüber diskutieren. So in der großen Runde. Ja, die Katze erschossen, ja. Oh, wir sind schon schwer in Action hier, ja. Ich sehe das schon. Am besten hängst du dich schon mal auf. Ja. Ey, das... Ich zu meinem Jungler in Solo-Queue. Für alle Leute, die das nicht verstanden haben, sie sollte sich aufhängen. Damit meint man aber im Allgemeinen, man soll die Jacke aufhängen. Das ist so allgemein so ein Kurzspruch. Es soll ja Leute geben, die verstehen sowas nicht. Also ich verstehe das. Wenn mir zu mir einer sagt, geh dich mal aufhängen, dann nehme ich meine Jacke und hänge sie an die Garderobe.
Weil es ist natürlich blöd, in der Küche, wo man arbeiten will, mit einer Jacke in der Hand rumzustehen. Maria, ich mache jetzt aber weiter, und sag der Chat wieder. Nein, das war's falsch. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Nee, warte, ich wollte... falscher Knopf. Alter, das ist... Wo ist das? Jetzt! Nein. Doch, so ein Chatring! Kapuzenwurm, ich glaube, du solltest dein Streamdeck ein bisschen besser einrichten, dass es funktioniert. So funktioniert es definitiv nicht. Spike in B. Nope. 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 Oh, das kannst du keinem erzählen. Können wir das bitte? Das ist nie passiert. Ich habe mir keine Sniper gekauft. Doch, Mats, du hast dir einen Sniper gekauft und es ist passiert und es haben alle gesehen, die Twitch Gips Germany geguckt haben. Vielen. Nein! Nein, bin ich. Ach, das ist doch wirklich. Coole Kohle. Nein, doch nicht, der blöde Mann. Ach, das ist doch wirklich. Der. Geil. Alte Hure. Und das am Sonntag, ne? Wenn du merkst, dass du eindeutig zu viele Knöpfe auf deinem Steam Deck hast. Im Übrigen, ihr wisst ja, es gibt jetzt eine neue Version von Steam Deck Mobile. Also falls ihr das noch nicht wisst, wisst ihr es jetzt. Und die funktioniert auch auf dem iPad, die ist dafür angepasst. Und da kann man bis zu 8x8 Felder machen. Also das ist eine Riesenmenge an, es ist 64 Schaltflächen auf einer Seite. Überlegt euch das mal. Und dann sucht ihr ein bestimmt und habt das Zeug nicht richtig beschriftet. Da war's. Oh mein Gott. Entweder ist was mit meinem Headset oder mit meinen Ohren. Check mal bitte, ob du dein Headset falsch rum hast. Ja, sie hat ihr Headset falsch rum auf. Dadurch passiert, dass man das, was eigentlich da ist, auf der Seite hört und das, was da ist, auf der Seite. Blöd. Gelaufen. Also entweder dreht man das Headset rum oder man schaltet die Soundkanäle andersrum. Ich war dabei, als du das Intro gemacht hast, den Halo-Planeten zu drehen. Du warst der Müllsack. So. Soll ich schreiben für meinen größten Fan, oder? Schreib für einen Fan, der größer ist. Okay. Geil gekontert, geil gekontert. Ja, passt. Jetzt musst du es aber auch draufschreiben. Ich hoffe, du hast es wirklich gemacht, weil das passte. Wow. Bitte, bitte. Ja! Oh ja! 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 Oh Gott. Kistenkader, das sind Dark Souls-Spiele. Oder Souls-like-Spiele. Riesengroße Monster, die den Bildschirm ausfüllen, die du als einzelner Spieler platt machen musst. Elden Ring gehört auch zu dieser Kategorie. Guckst du auch immer bei YouTube? Twitch Clips Germany. Dort gibt's viele geile Clips und langweilig wird es nie. Bist du auch ein Streamer und hast einen schönen Clip, dann send ihn ein. Und mit ein bisschen Glück kommst du in die nächste Folge mit rein. War eine tolle Compilation, auch wenn mein Computer wieder rumgesponnen hat. Am Anfang und ja, jetzt am Ende auch wieder. Ich weiß, ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege, dass das so nicht funktioniert, wie es soll. Ich weiß, wie ich es normalerweise machen muss. Ich war heute ein bisschen spät dran mit meinem Vorbereiten und deswegen hat es nicht so geklappt, weil ich eigentlich weiß, wie ich diesen Sprung immer ausblende. Aber gut, für die, die jetzt im Nachhinein auf YouTube das Ganze gucken und sich wundern, was redet die denn eigentlich da? Da war doch gar nichts. Da war was ich rausgeschnitten habe.
auf Twitch live, wenn ihr mal Twitch gucken wollt. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich finde es, fand es wieder eine tolle Combination, wie gesagt. Also schön, deswegen gibt es jetzt auch ein, Moment, ich muss es kleiner machen. Ein Like von mir, abonniert, habe ich schon. Liken tut er hier. Und ihr wisst ja, so wenn das jetzt alles so richtig läuft, dann sollte jetzt mittlerweile richtig laufen, weil ich habe es hier eingestellt. Er scheint jetzt hier irgendwo irgendwo. Dieses ganze Gedöns, was ihr bei mir machen könnt. Also mit Liken, Abonnieren, Glöckchen, obwohl das in einer anderen Reihenfolge kommt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, habe ich ja eben schon gesagt, unten in die Beschreibung gucken. Wenn ihr das Ganze ohne meine Kommentare euch mal angucken wollt, auch unten in die Videobeschreibung gucken, da ist der Link zum Originalclip auch drin. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, was ich vielleicht verbessern kann, oder ob euch das, so wie ich das mache, gefällt, oder ob ihr was habt, was man mal reacten könnte, wo ihr sagt, hier, da, mach das doch mal, bitte, guck's dir an, beziehungsweise reakte das mit uns, weil ich finde die Folge toll, oder ich finde das toll, ich finde dies toll, ich finde jenes toll, macht das auch unten in die Kommentare, ich reagiere auf jeden Kommentar, und wenn es eine Sache ist, die man reacten kann, wer die auch reactet, genau. Gut, das war's aber dann für diese Woche von mir, von den Twitch Clips Germany. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Tschüss, sagt euch eure Josie.